Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Warsander und haben da wieder ein Leck. Ist das nicht schön? Wahnsinn. So, in Frankreich sind wir, und zwar auf der schönen Normandie, oder in der schönen Normandie. Viva la France. Ja, oh, der bremst sogar für mich. Wahnsinn. Nette Leute, und hier fahren schon wieder Panther durch die Gegend. Das ist sogar ein... Verdammt, ist das ein Panther 2 gewesen? Ich konnte es gerade nicht sehen. Wollte ich mich ganz verirren. Na, egal. So, wir fahren mal in den Berg hoch und dann gucken wir mal, was da so geht. Nach dem Schock des letzten Gefechts mussten wir ja mal etwas verdauen und dann schauen wir mal, wie wir den Berg hochkommen. Oder auch nicht. Das ist ein Panther 1. Sehr schönes Ding. Der Panther 2 hat so einen leicht anderen Turm, da muss man immer ein bisschen gucken, aber auch sehr, sehr cool. Was haben wir hier noch? IS-2 und ein T-34. So ist das halt, ne? Okay, dann gucken wir mal. Ja, die Gegner nehmen schon wieder Punkt B an. Das ist ein bisschen ungerecht hier. Punkt B. Obwohl, oh, wir haben schon welche bei Punkt A. Ich habe nichts gesagt mit Ungerechtigkeit etc. Punkt B wird immer schneller eingeholt von den Leuten. Ich weiß nicht warum und wie und hast du nicht gesehen, aber... Ja, wir fahren ein bisschen zu weit rechts, ne? Nicht, dass wir auf einmal einer eine Seite kriegen und unser Panzer ist sofort kaputt. Aber wäre natürlich ärgerlich. Mal schauen, ob wir diesmal auch wieder eine einfache Folge hinbekommen und keine Doppelfolge. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Aber wir werden es sehen. Ja. Jo, hat er schon eingenommen, jo. Verdammte Kacke. Wir sind ein bisschen im Fokus geraten unten. Gucken, ob wir das hinkriegen. Schieß nicht gern vom Berg runter, aber das ist halt manchmal so. Schnell weg. Ein Snapshot. Raus. Ah, nicht so gut. Ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Sind wir schön am Snipern. Steht ja eigentlich wie erste Sahne da, ne? Beweg dich doch nicht. Beweg dich nicht, habe ich gesagt. Haben wir einen gegeben. Reiskette, ja, besser als gar nichts. Kritischer Treffer beim IS, das ist sehr schön. Das ist ein sehr, sehr starker Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Aber wir haben ihm mal gut damit gegeben. Gerade ein bisschen tiefer ziehen, dann könnten wir vielleicht, dann klappt es mit dem Nachbarn. Lad nach. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, dass ich ihn mitkriege. Aber wenn man hier oben so schön und konzentriert da steht, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass es auf einmal dann... Boah, was ein Schuss, verdammte Kacke. Ein Tiger 2 auf so eine Entfernung. Ah, ein Sonntagsschuss, nicht schlecht. Sehr schön, gefällt mir sowas. Bisschen hinterhältig hier, aber muss ja auch mal sein, ne? Ohne zerstört. So, du kannst mir wohl so viel Artillerie geben, wie du willst, du Hund. So, wir haben schon gut geschossen. Ich könnte jetzt in den Jäger reingehen, will ich aber gar nicht. Oder? Will ich doch. Ich muss noch ein bisschen besser positionieren. In der Hoffnung, wenn er hier bestehen bleibt, da oben, der Kamerad. Was geht da hier los, der Flieger? Egal, eine schöne Focke Wolf, mit der es sehr viel Spaß macht, weil die schönen zwei Raketen hat, die, finde ich, recht genau gehen. Mal gucken, ob wir hier so einen schönen reinsetzen. Wir sehen bei uns unten links, dass wir da keinen Gegner um uns rum haben. Ich kann jetzt leider gerade nicht hinziehen, sonst fliegen wir da hin und das möchte ich nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel... Über den noch hier. Bam! Bam, 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 bam. Sehr schön. So geben wir unseren Kollegen am Strand doch etwas Unterstützung. Hinterhaltserie mal 3. Das
Taktischer Treffer. Es lupt. Der Gegner pusht ganz gut in der Stadt, aber irgendwie vernachlässigt er diesen Punkt hier oben. Warum kann ich nicht runterziehen? Scheiße. Und ganz schnell weg hier. Scheiße. Weg hier! Wunder zerstört, sehr schön. Wartung beginnt, wir sind am Arsch. Wer lädt denn schneller nach? Wer lädt schneller nach? Wer lädt schneller nach? Ich! So, dreckige Lache, habt ihr jetzt auch mal gehört? Soll mal sein, so, wenn er sich da noch ein bisschen so schön bewegen würde. Sieht unbeschädigt, da haben wir natürlich Pech gehabt. Ah, schauen wir mal, ob wir hier noch den Berg hochkommen. Sehr schön, dass du nachlässt. Freut mich ungemein. Boah. 25 Sekunden sind wir noch am Arsch und jetzt leider. Oh, da seht ihr schön die Bombe neben uns. Deshalb ist es gleich Feierabend. Nämlich jetzt. Ja, sehr schön. Aber ich bin zufrieden. Passte. Gegenangriff. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich mal ein... Puh, was nehmen wir denn jetzt mal? Also wir sind ganz schön zurückgedrängt. Ich nehme den Jagdpanzer 38T, lange nicht genommen. Oder? Ja, ich nehme den Panzer 4. Das ist ein bisschen beweglicher. Auf Panzerung muss ich hier eh nicht achten, bei so starken Gegnern, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ziel unbestätigt, das gibt's doch nicht. Zerstört, sehr schön. Scheiß die Wand an. Ferdinand, verdammte Kacke. Ging der noch los? Ne, ging nicht mehr los. Aber wie soll man das denn machen? Und bam. Ja gut, ein Ferdinand von vorne. Ich krieg da. Ist kaputt? Ja. Scheiße, warum ist der nicht eine Sekunde eher kaputt gegangen? Naja, das Spiel ist eh verloren. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Wirbelwind rein. Da können wir noch ein, zwei Flugzeuge abschießen und ein paar Leute ärgern. Macht ja auch immer Spaß. Kann ich mit diesem Panzer sehr empfehlen. Oh! Was ein Schuss! Was ein Schuss! Das gesehen, war das nicht schick? Ja. Man muss auch mal Glück haben. So, mal gucken. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier verloren. Kann ich leider nichts machen. Wir müssen den Feind mehr zusetzen. Ja, das stimmt. Sie sind dabei zu gewinnen, ja. Aber ich glaube, ich habe mich hier noch ganz gut verkauft, muss ich auch mal sagen. Ja, jetzt überholen wir, jetzt holen wir zwar Punkt B, aber ich glaube, das macht auch nicht mehr so viel Mist. Ja. Panzer haben wir auch viel zu wenig. Immer kann man schnell mal gucken. Auf PlayStation ist die Touchpad-Taste. Einfach kurz reindrücken, dann seht ihr die Statistiken. Und dann seht ihr mal, wenn jemand grau ist, dann hat er keine Panzer mehr. Oder hat schon das Spiel verlassen oder was auch immer. Der geht runter.
Ah doch, Ergebnisse. Beste Staffel. Ja, ich denke, damit haben wir uns. Doch, ja, was noch? Ja, Wirbelwind hat gerade auch nochmal einen abgeballert eben. Das fand ich ganz cool. Ich glaube, ich habe sogar den Killer noch bekommen, wenn ich unten rechts in die Ecke geguckt habe. Ich glaube, der wurde mir noch gut geschrieben. Das können wir jetzt gleich mal gucken. Ja, wir waren erst im eigenen Team. Hallo, 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 ne? So, was haben wir denn hier? Zerstörte Bodeneinheiten, 6 Abschusshilfen. Na, jetzt aber. Zerstörte Bodeneinheiten, 6 Abschusshilfen, 2 kritische Treffer, 6 Treffer insgesamt. 21 zerstörte Flugzeuge, 0 hat leider nicht mehr gezählt. Egal, egal. So, wir haben 434 Belohnungspunkte aus der Mission bekommen. Ja, sehr schön. Haben wir ein bisschen Geld bekommen, nämlich 16.320 Silverlines-Punkte. Man kommt da sehr schnell an Geld, finde ich, in diesem Spiel. Ja, na, mal gucken. Was das so wird. Wir haben beim Tiger das Löschzeug freigeschaltet. Er hatte durch den letzten Spiel trotz verloren quasi sehr viele Punkte bekommen und das war schick. Wir gucken mal hier, wir haben 2000 Punkte. Damit sind wir natürlich Zweiter im kompletten Satz, also von Gegner und von... Guck mal, bestes Team und wo hier meine Lusche da unten rumfährt, ne? Vorletzter. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. So, ja, der Müsste von denen hat natürlich ganz schön gerockt mit 11 Panzern abgeballert. Nicht schlecht, sag ich mal. Chapeau, chapeau. Aber wir müssen uns auch nicht verstecken mit unserer Leistung, denke ich mal. Das war schon ganz anständig. Okay, gucken wir gerade, indem wir uns das schöne Löschzeug für den Tiger kaufen. Ja, bitte. Warum denn nicht einschießen? Weiß ich noch nicht. Oder nehme ich die Gleisketten? Ach komm, nehmen wir einschießen. Ist doch nicht schlecht. Ein bisschen Genauigkeit tut immer gut. Ja, die anderen Panzer haben leider nichts dazu bekommen. Schade, schade. Müssen wir gerade beim Wirbelwind gucken. Was wir denn da noch so haben. Drehkranz als nächstes einschießen. Ja, Sperrfeuer anfeuern, das ist noch ganz witzig, finde ich. Bei so einem Ding. Aber mal gucken, wie weit ich dann so komme. Macht spielt ihn ja immer so mehr als Spaß zwischendurch. Ist das ganz witzig mal, kann man echt empfehlen. Aber gegen den Tiger oder sowas, da macht das keinen Spaß. Ich habe noch neulich in einem Video mit dem Wirbel, oder habe ich das aufgenommen? Weiß ich nicht. Ich glaube, habe ich nicht aufgenommen. Mit dem Wirbelwind auf den Tiger 2 geballert, weil ich keine Chance hatte. Ja. War dann Spiel, das Spiel war gerade zu Ende. Also, da habe ich noch überlebt, aber man hat ja keine Schnitte, ne? Man kann ja vielleicht mal die Kette ziehen oder irgendwie so außer Module kaputt machen. Aber viel geht da nicht. Ja, Jagdpanzer 4 ist schon die Hälfte erforscht. Das wird langsam werden. Wir können ja gerade mal gucken, ob es wirklich die Hälfte ist. Indem wir auf Vorschau klicken und dann seht ihr oben links in der Ecke, dass wir ja etwas über die Hälfte haben. Wir haben knapp 15.000 und wir brauchen 26.000. Ja, ein sehr lustiger Panzer, wie ich finde. Sehr groß, also wenn man daneben steht, ich habe das schon häufiger mal gesagt, weil ich ja mal in diesem schönen, netten Panzermuseum war, dann kann man sich immer vorstellen, also das Ding ist nicht gerade hoch, wie ihr euch vorstellen könnt, aber extrem lang. Großes, großes Ding, sag ich mal. Okay, gut, ja, das war's für diese Runde mit Warsan. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, ja, wenn es wieder heißt, Warsan, ja, wer hätte es gedacht, auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, einen schönen, sonnigen Jetzt zum Montan scheint die Sonne. Mal gucken, wann ihr das Video seht. Ich denke mal am Wochenende. Also, viel Spaß wünsche ich euch. Schönen Dank.